Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria am Tag 20 des Frühlings. Und wie immer, ganz kurz vergessen, dass ich ja eigentlich noch meine Kanne brauche, meine Gießkanne. Und wie immer steht eine ganze Menge auf dem Plan. Fangen wir an. Können wir irgendwas ernten? Die ganzen Turnips. Ach du Heilige. Ich muss mal schauen, das Essen, was wir aus den Turnips machen können. Ob wir dafür... Oh, nice. Direkt ein Turnip-Seed. Pflanzen. Ob wir dafür mehr Geld bekommen, wenn wir das verarbeiten. Und einen Kartoffel-Seed. Ob wir dafür mehr Geld bekommen, wenn wir... das verarbeitet halt weiterverkaufen. Wenn ja, dann... das wollte ich gar nicht. Brauchen wir Turnips gar nicht mehr? Hör doch auf, mir so viel zu geben auf einmal. Das... Ich komme nicht mal zum Zuende erzählen. Wenn ja, dann brauchen wir Turnips gar nicht mehr so ohne weiteres zu verkaufen, sondern können sie halt immer vorher kochen und können uns natürlich dann auch ein bisschen was in der Hinterhand behalten für unsere Mining Explorings. Und einen Cabbage hinterher. Ich glaub's nicht. Wir haben so eine Ausbeute gehabt hier. Das ist ja lächerlich. Okay. Lass mich schauen, weil das kann man ja ganz schnell herausfinden. Was bringt 40? Eine Turnip selbst bringt auch 40. Okay. Das heißt, wir haben keinen Mehrwert davon. Okay, okay. Dann brauchen wir uns da auch keine Gedanken drum machen. Und ich würde, weil wir gerade eigentlich genug Essen in der Hinterhand haben, die Sachen verkaufen. Ich darf nicht vergessen, den Baum auch noch zu gießen. So. Ich weiß nicht, ob der Baum gegossen werden muss, ich glaube nicht. Und das gibt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Geld. Also das gibt wirklich sehr viel Geld. Wir haben mit einmal definitiv morgen... das Geld zusammen, um die Windmühle zu reparieren. You're hunting for artifacts, you say? To think the humans of this age value such things. Natürlich. Natürlich tun wir das. Es reicht noch nicht ganz, um irgendwas auszubessern. Ist aber auch nicht so schlimm. Lasst mich noch ganz kurz mal nach meinem Holz, nach meinem Kupfer und so weiter schauen. Weil das könnten wir alles bereits zurechtlegen. Es hieß... ich glaube 200 und 150. Kann ich nicht so ohne weiteres runterstaffeln, oder? Nein. Na gut, dann nehme ich das einmal alles mit. Und ich würde sagen, dann nehmen wir auch mal einmal Piet und einmal Sott mit. Und meine Gießkanne lasse ich... Falsche. Falsche Kiste. Meine Gießkanne lasse ich da. Weil wir wie immer Selina noch eine Blume mitbringen wollen. Tulpe, Tulpe. Jawohl. Und auf geht's. Dann können wir nämlich all die Sachen in die Mine bringen, können die Donation Box schon mal füllen und im Allgemeinen sehr, sehr produktiv sein. Ach ja, stimmt. Heute ist ja auch noch der Samstagmarkt. Das heißt, wir werden sowieso alle hier treffen. Auch sehr praktisch. Lasst mich aber erstmal zur... Ah ne, Moment. Die Box ist eins drüber. Da war ich sichtlich verwirrt. Request for a Strawberry. Hättest du das nicht nur eine Sekunde früher sagen können? Na gut. So. Oh. Achso, das Geld brauchen wir gar nicht beisteuern? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Und dann... ja. Bin ich eigentlich gerade sehr positiv überrascht, muss ich gestehen. Wir haben natürlich eine ganze Menge Holz und Stein einbüßen müssen, was gar nicht so gut ist. Leider, leider. Aber dafür haben wir dann eine weitere Main-Quest, die so gut wie abgeschlossen ist. Und eine Erdbeere aus unserem Verkauf nehmen wir und geben sie dann questbedingt ab. Okay. Ich denke, man kann hier an dem Punkt nicht meckern.
Schmetterling zum Verkauf. Question Mark Butterfly. Oh, ist heute nicht auch Lux Geburtstag oder war der einen Tag danach? Bin mir gerade nicht sicher. Werden wir gleich rausfinden. Bevor wir anfangen mit allen zu reden, möchte ich erstmal kurz Selina ausfindig machen. Da ist sie. Okay. Weil dann kann ich nämlich direkt ihr die Tulpe geben. It took Louis a little while to understand that I liked my glove simple, but now he's got my taste down pat. Aelin wollte die Strawberry, natürlich gerne. Oh, it's a strawberry I requested. Thank you so much, Phantasm. Why don't you try out my receipt for strawberries and cream? I hope you like it as much as I do. Na, aber gerne doch. A simple and sweet dessert. Okay, okay. Don't tell anyone, but I usually order half of Louis' collection before he officially releases it. Ooh. Insiderhandel? Ayayayayay. Oop arts are out of place artifacts of dubious archaeological value. They can be found all over Mysteria. I was torn on whether to include them in our museum's catalog, but they certainly catch the imagination. Yeah. If you can wear it, Louis can make it. Guy is amazing. Louis is always teasing my choice of footwear, but dads and sandals are a time-honored tradition. Anything else would be sandalous. Ha! I only want to see the most princessly class that Mr. Louis has. Spring cleaning should start with your wardrobe. Out with the old and in with the new. Du hast... genau... Oh, wobei... nee. Du hast nichts, was mich interessiert, sorry. That dress at Miss Mary's booth would make a great fort. Mary always puts the nautical bits and bobs aside for me. What a nice girl. Aelin loves to come to Mary's store for mysterious antiques. Sometimes they're much older than anyone thinks. Maple wants furniture that screams princess. I'm keeping my eyes peeled. Mary thinks I don't know how strong she is. She could move all this furniture herself. But I like carrying heavy stuff, and it's fun to help her out. I wonder if she'd want to work out with me in Hayden. All the folk spring cleaning means I get a lot of new furniture to refurbish. It's my favorite time of the year. Ich meine, fairerweise hast du recht. I'm dying to know Mary's sources. Some of the furniture she digs up and restores. Well, I've never seen anything quite like it. Wenn sie es selber herstellt, dann ist sie es selber die Quelle. Beziehungsweise nachbessert. I should probably let Vera take some shares off to this mane of mine more often. I do let it get a little white. Do you think Vera would notice if I fused her hair dye with mana? I just want to see what would happen. Vera gives me the same cut every time and never badges me to change it. I appreciate that. I told Miss Vera that some dyes are made from insects. She said she doesn't use that kind though. My nephew Rias was talking about dyeing his hair blue. Might be a good look on him, come to think of it. Dell really wants to dye her hair blue, but could she sit still for long enough? I'm always getting new hairstyles and if you don't see something this week, be sure to stop by next time. Das sind dieselben, glaube ich, die du auch letzte Woche hattest, also nein. Have you tried one of Darcy's letters? She does different art in the form of each time. Today I received a seagull. I can't handle more than one cup of coffee a day. It goes straight to my head. I'm supposed to be running errands, but Hemlock bullied me into visiting Darcy when he heard she was in town. He knows I love my teas. My signature drink? Hot chocolate, extra marshmallows. What? I've been experimenting with some new drinks since the last time I was at the Saturday market. Take a look at the new menu. Okay. Ich meine, wir brauchen nicht wirklich irgendwas hier derzeit. Oh, wir könnten die Rezepte kaufen. Das würde sich vielleicht lohnen.
Tea with Lemon ist stark, aber wir können es nicht herstellen. Aber Limonade? Können wir leider auch nicht machen. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Latte-Rezept. Dafür brauchen wir Milch und Kaffee. Okay. So, wir müssen jetzt mit allen Leuten gesprochen haben. Da gehen wir jetzt natürlich zu Dosi. Wuff. Einmal Dosi gepettet. Eine gute Aktivität. Und dann haben wir eigentlich nur eine Sache vor uns. Und das sind die Minen. Da will ich unbedingt heute rein. Hier oben gibt es nichts mehr weiter. Gut, okay. Mein Plan ist, ich hole jetzt Sachen zum Essen und Trinken. Hol natürlich die kostenlose Suppe. Und dann gehen wir in die Minen. Und ich werde mal schauen, wie weit ich mit meinen ganzen Ressourcen komme. Ob wir vielleicht die ganze Nacht da drin verbringen können. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So, schauen wir hier rein. Hier waren die Gerichte nicht drin, aber hier. Sprich mit mir. 18, 18, 18, 18. Was hattest du nochmal? Oh. Ah. Ich glaube, dich will ich für ein bisschen später aufheben und ich nehme diese mit. Und ja, auf geht's. Schauen wir noch kurz bei Henrietta vorbei. Die gute Henrietta, die möchte auch mal wieder mit uns sprechen. Dann geben wir die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade dabei habe, im Museum ab. Weil das sind ja auch 4 neue Slots, die wir dann haben. Und das ist schon ziemlich stark, tatsächlich. Henrietta clucks at you amiably. Ja, freut mich auch. Den Question Mark Butterfly hatten wir schon. Den müsste ich jetzt eigentlich verkaufen. Nochmal schnell zurück auf die Farm. Sind zwar nur 30 Tesserie, aber kommt, sind wir mal ein bisschen kleinlich. Es muss auch mal sein. Ich hatte ja gesagt, 4 neue Slots, aber ich habe vergessen, dass wir den Butterfly ja nicht ins Museum tun können. Und die Ameise können wir auch verkaufen. Gut, jetzt aber. Kein Wenn und Aber, auf zum Museum und dann zur Mine. Da, da. Da, 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 da. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Vogel fliegt, denke ich mir, dass wir den fangen können, beziehungsweise dass irgendwo ein Insekt ist, auf dem er landen will. Bam, bada, bam, bam. Ach, wir bräuchten irgendwie so einen Teleporter oder so, damit wir schneller dahin kommen. Es dauert immer so lange, bis wir hier sind. Zack, zack, zack. So, Donate. Dick Side Material Set, 60% abgeschlossen. Spring Insect Set, 80% abgeschlossen. Ich würde so gern wissen, was der letzte Käfer ist, der uns da fehlt. Naja, wir werden es jetzt noch nicht herausfinden. Aber auf geht's in die Mine. Ich würde sagen, 8 Stunden ungefähr können wir problemlos meinen. Und wie immer, Kupfer hat höchste Priorität. Natürlich will ich auch Steine mitnehmen, weil wir sehr viele Steine verloren haben. Zack, 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 zack. Aber wenn es sein muss, lasse ich die Steine liegen, wenn wir was Besseres finden. Oh, was haben wir hier? Ach, ein normaler Wurm, stimmt. Ich denke, was Neues finde ich hier auch sowieso nicht mehr. Okay, gehen wir weiter. Ach, der Coppernugget Beetle. Den könnten wir Luke schenken zum Geburtstag.
Ironisch, dass ich nur von zwei Leuten weiß, was ich denen schenken will. Also von Celine und von Luke. Bei den anderen habe ich einfach überhaupt keine Ahnung. Zack, zack, zack. So, jetzt fetzen wir uns mal mit dem neuen Schwert. Aua. Aber das war ein schneller Kampf. Wir haben auf jeden Fall krasse Fortschritte gemacht. Ich würde sagen, das schmeißen wir weg und holen erstmal den Monsterfang rein. So, Rest lassen wir liegen. Was haben wir hier? Ein Artefakt. Monsterfang weg. Artefakt rein. Obsidian Blade. A rare artifact. The artifact is still dangerous sharp. Sehr, sehr, sehr schön, tatsächlich. Ausbeute ist jetzt schon wieder gut. Kann man nicht meckern. Zack. Noch mehr Kupfer. Und Easy Kill. Ich würde so gerne Monsterfang mitnehmen. Aber wie gesagt, keine Priorität. Wobei ich sagen kann, der Monsterfang ist mehr wert als der Wurm, glaube ich. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Na komm. Ah, den Sepp habe ich bisher auch noch nicht mitgenommen. Aber der Sepp, der hat keinen hohen Wert. Ich sehe da drüben aber einen weiteren Wurm, oder ist das ein Copper Beetle? Das ist ein Copper Beetle. Okay, dann tauschen wir. So. Kupfer. Ja, damit. Wir haben noch ein gutes Maß an Zeit. Wir müssen uns nicht stressen. Ich muss halt vor 0 Uhr fertig werden. Ansonsten komme ich nicht rechtzeitig raus. Das wäre natürlich nicht schön. Wir wissen ja alle, wie es aussieht, wenn das nicht passiert. Oh, oh, oh. Okay, nur Kupfer, aber kann ich mitleben. Auf nach unten. Oh, die Sweet Root. Die würde ich auch so gern mitnehmen. Ah, wir bräuchten einen Rucksack. Ich weiß halt nicht, ob es den gibt in dem Spiel. Wenn ja, wäre da meine höchste Priorität zu craften. Ich glaube, den gibt es nicht. Snack it. So, weiter geht's. Ich meine, wenn ich so weitermache, dann habe ich sowieso gleich keine Sachen mehr, die ich essen kann. Und das würde dafür sorgen, dass ich ohnehin einen weiteren Slot frei hätte. Monsterfang, sehr schön. Der Kupfer... Oder das Kupfer. Das Kupfer fliegt zu uns. Der Kupfer, das Kupfer, es müsste der, das Kupfer sein. Oh, 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 oh. Miner's Pickaxe. Wir haben das gesamte Miner-Set jetzt, glaube ich, voll, denke ich. Das hat sich gelohnt. So, jetzt heißt es hier weitergraben, bis wir die Leiter finden. Ja, und ich würde sagen, für uns gibt es eigentlich gerade nur noch eine Sache. Wir farmen hier die Steine ab und nehmen die Steine dann mit. Yep. Und dann geht's raus aus der Mine. Okay, okay, okay. Ich könnte jetzt natürlich noch mein Essen essen. Dann hätte ich noch einen Slot frei, den ich verwenden kann. Und dann könnte ich die Monsterfangs mitnehmen. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber naja. Besser als hier, ich sag mal, noch mehr Zeug liegen zu lassen, was ich bräuen würde. Und Tönips zu verarbeiten, das ist ja auch wirklich eine Kleinigkeit verhältnismäßig. Außerdem haben wir ja noch ein bisschen was in Reserve. Okay. Ab ins Museum. Donate. Diese zwei Sachen.
Und, noch nicht ganz. Es fehlt uns noch ein Artefakt. Ah, das ist Buried Artifact Set. Okay. So oder so war es das wert. Wir können Kupfer dann wieder verarbeiten morgen. Steine haben wir auf jeden Fall viel rausgeholt von dem, was wir weggeben mussten. Und die Käfer können wir verkaufen. Einen zumindest, würde ich sagen. Zack. Oh. Oh, wir können die Schatz auch ohne Schaufel graben. Okay. Das ist gut zu wissen. Damn. Da draußen ist gerade jemand mit dem Motorrad wieder scharf angefahren. Gar nicht cool. Okay, okay, okay. Raub rein. Meine Zeit. Meine Zeit läuft gerade wieder gewaltig ab. Aber wir gehen kein Risiko ein. Das haben wir zu oft. Also, lagern wir alles, was wir hier haben. Schatz brauchen wir sowieso noch mehr. Kupfer lagere ich mit hier rein. Den Käfer lagere ich mit hier rein. Stein bleibt hier drin. Den einen Kupfer kann ich mit rausholen. Den Schmetterling kann ich verkaufen. Die Fasimov auch. Okay, dann würde ich schon mal eine Blume bereitnehmen. Zack. Und du kommst hier rein. Aus Platzgründen. Dann hole ich meine Gießkanne. Du stellst 30 wieder her. Wir nehmen auf jeden Fall die Baked Potato für unseren nächsten Minendive mit. Okay, jetzt speichern wir. Und, oh wait, 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 wait. Ich möchte noch die zwei Insekten, die ich in der Tasche habe, verkaufen. Oh, oh mein Gott, nein, 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 tu mir nicht rein. Oh mein Gott, das war knapp. Ich hätte jetzt fast wegen meiner Gier schon wieder einen Fehler begangen. Das wäre gar nicht cool gewesen. 1350 haben wir gemacht. Das hat sich gelohnt. Wir haben so viel Stonks gemacht. Und direkt den nächsten Town Rank, Level 18. Und heute hat Luke Geburtstag. Okay. Den Käfer habe ich bereit für ihn. Bling. Dann verkaufe ich noch ganz schnell mein Zeug. Zack, zack. Und wir haben die Oh. Nein, 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 nicht essen, nicht essen. Farm, farm, farm. Huiuiuiuiui, das hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Ich brauche wieder mehr Saatgut, selbstverständlich. Eine Kirsche natürlich aufheben. Es kann auch sein, dass es eine Request für Kirsche gibt. Nein, falsche Richtung. Das heißt, vielleicht will ich auch noch gar nicht alle Kirschen verkaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Alan sagt, hey, ich hätte gerne eine Kirsche. Und da haben wir Cabbage. Da werfen wir auch mal ganz kurz Cabbage weg, um Cabbage zu pflanzen. Sehr schön. Okay, also, eine Kirsche verkaufen. Nein, ich habe gesagt, eine Kirsche verkaufen. Dann will ich alle Erdbeeren verkaufen. Den Cabbage will ich verkaufen. Und die Potatoes will ich zubereiten. Das heißt, die Potatoes kommen ins Lager. So. Dann. Eine Kirsche kommt auch noch ins Lager. Wie gesagt, das ist die Reservekirsche. Und jetzt sprechen wir erstmal mit unserem Freund. Unlocking a skill perk has the potential to greatly improve the activity for you. I would advise that you experiment. Fair. Wir können ja jetzt auch den Well-Watered, das lernen. Will ich unbedingt. Und
indigene uncommon artifact. Dive spots can now contain sank. Oh, ich wusste nicht mal, dass wir tauchen können. An additional dig site will appear daily at the Western Ruin. Ah, cool. Aber brauche ich noch nicht. Machen erstmal Museum Quality, weil das könnte uns beim Mining ganz gut helfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erst nochmal eben nach Mystria. Guten Morgen, Celine. I wonder if Reyna can make themed food for our next Dungeons and Dragons Drama. I have ideas. Klar. Hier erstmal deine tägliche Blume. Aber sie hat leider noch nichts gesagt zu der letzten. Schade. Da ist die Gang. Lady Lilene posted a request. I don't know, it looks kind of hard. What about this one? That one's even harder, Del. So, erstmal. Wait, ich habe deinen Käfer nicht dabei. Naja, wir sehen uns sicher nochmal. Eine Kupferschaufel. Oh, uiuiui. Okay, das wird ein teures Geschäft. Das. Moment. Wie funktioniert die Request? Okay, ich muss doch 1000 Tesserae zu ihr bringen. Na gut. Haben wir jetzt. Kein Thema. Das heißt, wir reden auf jeden Fall nochmal mit Adeline. Und dann ist das ja auch erledigt. Das heißt, 500 haben wir gerade free, die ich nutzen kann. It's another beautiful morning in Mystria. Fair. Wir haben noch 9 Tage im Frühling. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen. Ein bisschen Frühlingsware. Das schreit nach Cabbages. Okay. Ist noch jemand? Ja, in der Herberge sind einige Leute. Die wollen wir alle nochmal kurz ansprechen. I'm still recovering from yesterday's market day, but I'm already planning for next week. Look, I was going to skip breakfast, but I talked her out of it. It's true what they say. Breakfast is butter together. Wow. I want you to know I'm always appreciate your donations to the museum phantasm. However, Ellen adding my old miner's helmet to the collection is a bit much. Ah, ich wusste doch, dass es einer ist. Morning phantasm, we've got a hot cup of tea on the menu. You'll wake up right. Egg drop soup. Her damit. Und dann kochen wir alle unsere Kartoffeln. Weil Baked Potato nicht nur sehr gut unser Level erhöht, sondern auch unsere Ausdauer wiederherstellt. Und das fürs Dungeon, Dwelling, Delving, Diving super, super gut ist. Okay. So, unser nächstes Ziel ist, dass wir jetzt erstmal hoch zum Platz gehen, mit all den Sprechen. Hallo, Gang. That obsidian blade on display at the museum looks so sharp. I guess even our ancestors had to chop vegetables. Natürlich. Birds woke me up right this morning. Nice when that happens. How is that always you running around town? Don't you have work to do? Das ist Teil meiner Arbeit, March. That Celine asked me some interesting questions about the properties of flowers, but she also seems to know more than I'd expect of a rural village girl. I'd be curious to peek at this codex mystery she's always on about. It's not as satisfying as finding a complete artifact, but uncovering shards can still provide a treasure trove of information. They're a powerful tool to help you reconstruct objects lost to time. Da hast du recht. Okay, Adeline. Turn in. You're indispensable, Phantasm. Let's get this mill running again. Wundervoll. Incredible. Phew. Wonderful work, everyone. Mystrias finally has its mill back.
You'll be able to make all kinds of new products now, Phantasm. Would you like to hear more about how to process items? Es ist wahrscheinlich genauso selbsterklärend. Oh, I suppose you've done this before, huh? I won't have to import overpriced grain anymore. Henrietta and the rest of my animals are going to be thrilled. If you want to try your own hand at raising animals, Phantasm, you need somewhere for them to live. This combined workshop with the right materials, we can set you up with cops and barns. Thank you again, everyone. Das heißt, wir können endlich Tiere beiholen. Wobei das natürlich auch wieder eine ganze Menge neue Arbeit mit sich bringt. Allerdings würde ich sagen, für heute ist das erstmal genug. Halbe Stunde schon wieder auf dem Tacho. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da heißt es dann wahrscheinlich wieder erstmal ein bisschen Minen gehen. Und bis dahin, macht's gut.